So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben gerade 20 vor 6, das auf den Sonntag. Aber ich stehe natürlich trotzdem für euch auf, denn es gibt etwas komplett Neues im Shop, nämlich Isabel. Bevor wir aber darauf eingehen, kurz erstmal danke an die 36 Leute, die jetzt meinen Creator-Code gerade halt schon eingegeben haben. Falls du noch nicht dabei bist, gern Creator-Code eintragen, yt-familyhack, würde mich unterstützen, den ganzen Kanal, meine ganze Familie. Und in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir uns den neuen Skin mal an. Das ist nämlich, wie gesagt, die gute Isabel. Die hat aber drei verschiedene, warte mal, vier Stile sind das. Das sind einmal hier die zwei normalen und dann das Rückenaccessoire. Aber jetzt passt auf, jetzt kommt nämlich das Emote. Zack! Man kann sich im Spiel quasi verwandeln. Das ist einmal die dunkle Variante. Mal gucken, ob der das jetzt auch genau richtig macht. Achtung! Natürlich zeigt er mir immer nur die dunkle. Ich habe das Emote eben schon hochgeladen, aber ich glaube, er zeigt uns immer nur, dann sind es eigentlich schon drei Varianten. Und? Was hat er denn viel gesagt? Sind es nämlich schon drei Varianten. Einmal die, plus halt dann die Verkleidung. Oder? Warte mal, wir haben doch das Bild dazu. Warte, das kriegen wir doch ganz schnell raus. Und ihr habt gesehen, einmal verwandelt, zweimal verwandelt. Also, wenn ihr den grünen Skin habt, also den, nicht den roten, sondern den schwarz-grünen, dann wird sie zu der Person. So, haben wir das auch geklärt. So, gehen wir wieder rein in den Shop. Was haben wir noch drin? Und ich kann euch jetzt schon sagen, heute gibt es wieder V-Bucks und rette die Welt. Also, wer da Bock hat, natürlich gerne reinschauen. So, Stab der Astromeisterin. Oder Astrolu-Meisterin, auch gut. Und dann Mopser wieder drin. Ich feiere den Skin immer noch. Dann die Hundetasche ist natürlich da, der Hundeknochen und die wunderschöne Tarnung. Dann, was haben wir des Weiteren noch drin? Axo ist wieder drin. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire, weibliche Variante. Prime. Weiblich und Prime. Naja. Dann die Axt Olotl, kennt ihr jeder. Dann Gott, das sind für mich Zungenbrecher. Lapis Lazuli. Heißt das denn so? Nee. Wie haben wir denn den Namen sich ausgedacht? Und dann Unterdrücker ist wieder da. Und dann die Plasmaklinge. Dann natürlich die passende Tarnung dazu. Und das war's auch schon hier. Des Weiteren ist die freche Wurst wieder drin. Da ist die Wurst. Grüße gehen raus an den, der mich da beschenkt hat. Die habe ich mir im Schießzimmer eingekauft. Und dann haben wir die kalte Kriegerin drin. Den Goldgräber. Die Krabbe. Dann, ihr wisst ja, Copyright. Aber ich werde das Ganze oben rechts verlinken, falls ihr es noch nicht kennt. Hat auch gestern ziemlich heftig eingeschlagen mit 6000 Aufrufen. Also das Emote war schon, ja, es ist nicht schlecht. So, dann oberpeinlich. Und damit sind wir eigentlich schon wieder durch mit dem normalen Item Shop. John Wick halt, wie gesagt, drin mit den alle Emotes. Terminator ist noch drin, Snack Eis ist noch drin. Das war's dann eigentlich schon. Joker-Paket, ich glaube, das bleibt für immer. Es bleibt jetzt für immer das Joker-Paket da. So, dann bedanke ich mich erstmal. Euch viel Spaß beim Leveln. Vielleicht sehen wir uns heute im Livestream. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.